ich lese, Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel für Sie geprüft und, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, das ist das Buch hier. Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei Entzündungen am Auge nach Behandlung von Operationen, Verletzung der Hornhaut und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge, den Wirkstoffen nach und ich bin angekommen beim letzten Wirkstoff und das ist Salicylsäure als Augentropfen unkonserviert und die ist rot bewertet, wenig geeignet bei Bindehautentzündungen. Die therapeutische Wirksamkeit ist nicht ausreichend nachgewiesen. Ich lese vor. Salicylsäure in Klammern Augentropfen unkonserviert. In Augenmitteln wirkt Salicylsäure gegen Bakterien und Pilze, in Klammern wenn auch schwach. Wenig, die Bewertung rot, wenig geeignet bei Bindehautentzündung. Die therapeutische Wirksamkeit ist nicht ausreichend nachgewiesen. Ein positiver Einfluss dieser Mittel auf Bindehaut- und Lidrandentzündungen ist denkbar. Es fehlen aber klinische Studien, die diese Wirksamkeit oder die diese Wirkung ausreichend bestätigen. Es fehlen aber klinische Studien, die diese Wirkung ausreichend bestätigen. Das Mittel wird daher als wenig geeignet bewertet. Das Mittel wird daher als wenig geeignet bewertet. Wichtig zu wissen, als Zeichen einer allergischen Reaktion kann sich das Auge verstärkt röten, jucken und Sekret absondern. Dann sollten Sie das Medikament nicht mehr anwenden. Wenn zu den Augenbeschwerden Kopfschmerzen hinzukommen, Sie schlechter sehen oder Punkte vor Ihren Augen erscheinen, sollten Sie einen Augenarzt aufsuchen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Die Augentropfen sollten Sie in Schwangerschaft und Stillzeit nur anwenden, wenn es unbedingt erforderlich ist. Dieses sollte allerdings ein Arzt entscheiden. Das Ganze schließt, also der Teil schließt im Kapitel Augen mit Augenmittel anwenden. Das lese ich als letztes vor.